klasse ist das, Mann. Ey, das macht voll irgendwie Fun. So, einmal die 10, das macht 20,99. Mord, du auch hier? Wie kommst du an Aningus Tanke? Ich dachte, der stellt keine Frauen mehr ein. Ganz lustig, Meister Lenny. Ey, ganz lustig. Wenn du so weitermachst, wirst du nachher keinen Platz auf der Parkbank bekommen. Sozusagen eine Bettbank. Was ist denn das nun wieder? Eine Bettbank? Eine Bank zum Pennen? Meine Fresse, das ist so ähnlich wie die Parkbank bei den Obdachlosen. Eine böse Bank, Lenny. Ich verstehe nicht, warum soll eine Bank böse sein? Vor allen Dingen, wie soll das gehen? Ach Mann, Alter, ich erklär's dir. Dann lass uns aber rausgehen zum Erklären. Isolde, kannst du mal hier das Ruder übernehmen? Ich brauch mal eine 15. Hä, was? Eine Bettbank und eine 15? Murat, was hast denn du genommen? Ach komm, lass uns rausgehen und dann erkläre ich dir das mal. Ich nehme noch eine Schachtel Zigaretten mit. Was, du rauchst, Lenny? Ich dachte, das Einzige, was bei dir mal raucht, ist der Kopf. Ich rauche ja auch nicht. Ich habe seit 2 Tagen meine Jobtussi auf dem Hals. Siehst du da hinten den blauen VW? Da hinten, da. Ja, das ist die. Die kontrolliert mich seit 2 Tagen, ob ich echt Starkraucher bin. Ja, und darum kaufe ich mir diese Schachtel Zigaretten jetzt. Klingt ja heftig, aber wieso kontrollierten die dich? Naja, ich habe gemeint, ich kann auf keinem Sportplatz arbeiten. Ich habe eine Raucherlunge. Oh, naja, rauche wie ein Schornstein. Ja, und deswegen könnte ich den Job nicht annehmen. Ja, und seitdem verfolgt die mich. Ist ja heftig. Die scheint ja gar nichts anderes zu tun, als dir hinterher zu rennen. Ist ja kein Wunder, dass die vom Amt es nicht auf die Reihe bekommen, Leute zu vermitteln, wenn sie die ganze Zeit irgendwelchen Leuten hinterherrennen. Ganz genau, Alter, ist meine Meinung. Aber du, meinst du, das reicht, wenn du dir alle paar Stunden 2 Packen Zigaretten kaufst? Nee, Alter, das reicht nicht. Deswegen habe ich mir von Günther die E-Zigarette besorgt. Für 2 Monate. Und pass auf, da stelle ich mich hier hin. Ey, lass uns mal auf die Wiese gehen. Ey, nimm das, ihr sollte, denkt, du küsst und die holt die Feuerwehr. So, mein Feuerzeug raus und nun jetzt so tun, als wenn ich rauche. Ne? Ein bisschen ziehen und qualm. Ja, geht ja schon 2 Wochen so, Moat. Ist ja krass, aber zu deiner Frage, eine Bettbank ist eine Bank, die faule Anleihen von... Hey, na schau mal, da will er schon mit seinem Trabi. Der winkt uns. Oh Mensch, das ist wie verhext. Alter, da will man dir mal was erklären und immer kommt was dazwischen. Genau, schon heftig. So noch einen Zug nehmen. Mensch, Werner. Wart, was ich hier mache? Ja, ich rauche. Ach, bei Lenny kann nichts passieren, ey. Das ist schon okay so. Jo, Werner, bis gleich. Den letzten Satz von Werner habe ich absolutens nicht mehr verstanden. Alter, der redet auch immer schlechter. So, nun zurück zum Thema Bettbank. Sag mal, Murat, kann es sein, dass dir egal ist, was ich dir gerade sagen wollte? Nee, aber nun erstmal zur Bettbank, ey. Du weißt doch, wie das ist. Erstmal eins nach dem anderen. Erst Icke, dann du. Hey, schau mal, Murat. Werner kommt raus. Oh Gott, der zündet sich eine Kippe an. Also, Lenny, ich sagte doch, lass mich erstmal ausreden und dann, Moment mal, wiederhol das nochmal. Nee, nun auch nicht mehr. Ich habe auch meinen Stolz. Erst sagst du jetzt so, dann so, jetzt so. Da sage ich nichts mehr zu. Du hast gesagt, er zündet sich eine an. Oh Gott, ey, der macht das wirklich, der Werner. Oh, Mord, warum fragst du, wenn du das gehört hast? Lenny, das war rein rhetorisch. Mann, ich wollte nur sicher gehen, ob du das gesagt hast, was ich gehört habe. Was hast du denn gehört? Ach Mann, dass Werner vor der Tanke sich eine angesteckt hat. Mann, Alter. Nee, keine Zigarette, eine Zigarre. Ach, das ist jetzt auch egal, Lenny. Ist mir auch scheißegal. Los, lauf. Oh Mann, was hat ein Knall. Dabei haben wir doch noch über 1 Monat Zeit bis Silvester. Ja, oh Mann, ey, du sagst das. Und was soll ich denn nun Ingo sagen? Ey, der bringt mich um. Wenn dann Werner. Apropos Werner, wo ist denn der? Werner? Der hängt da hinten im Baum und sieht noch ganz gut aus. Naja, relativ gut. Ich glaube, der wurde von einer Druckwelle weggeschleudert. Naja, dann kann ich ja jetzt aufhören mit der Nummer E-Zigarette. Brauche ich jetzt nicht mehr. Das stimmt, Alter. Ich glaube, Isolde und die Alte vom Amt, die sehen wir so schnell nicht mehr wieder. Habe ich auch kein Verlangen danach. Ich würde lieber ein Bierchen trinken. Okay, auf in den Schenker. Und ich erkläre dir auf dem Weg, was eine Bettbank ist. Eventuell kommt ja Werner noch nach. Klingt gut, dann bin ich dabei. Also los, lass uns mal zur Bettbank. Also eine Bettbank ist eine Bank? Auf der Werner pennt. Ach, vergiss es, Lenny. Vergiss es einfach. Vergiss es. Ganz genau.